Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Wir sind in Amsterdam und schauen jetzt mal, ob wir nicht einen schicken Spezialauftrag kriegen. Ob es hier sowas gibt? Nein. Leider nicht. Gibt es denn etwas in der Nähe? In Rotterdam? Nein. In Brüssel? Auch nicht. Doch, in Brüssel gäbe es was. Läuft ab in 49 Stunden. Rotterdam hat nichts, tatsächlich. Haben wir denn was nach Brüssel? Das wäre doch natürlich richtig schick. Polen. Nee, nach Brüssel haben wir nichts. Niger hat, glaube ich, keine Spezialtransporte. Nö. Lille. Wir haben nichts nach Belgien, ne? Osnabrück gibt's da. Duisburg. Düsseldorf, da hatten wir doch was hin, ne? Aber da gibt's auch keine Spezialtransporte. Dortmund, da gibt's, glaube ich, welche. Ja, Dortmund würde es welche geben. Großreifen. Okay. Haben wir denn hier was nach Dortmund? Bergen, Lyon. Nach Erfurt, nach Hamburg. Gibt es in Hamburg Spezialtransporte? Nö. Frankfurt. Sieht alles nicht gut aus. Aber der wäre natürlich schon interessant, ne? 70 Tonnen. Dann angeln wir uns den doch. Von Brüssel nach Amsterdam. Also wir fahren jetzt dahin, leer. Und... so. Was sagt denn die? 3 Stunden? Okay. Upsa. So. Dürfen wir fahren. Blinke aus. Ich muss leider leer fahren, da wir, wie ihr gesehen habt, keine Ladung in die richtige Richtung haben. Oh, da zieht leer schon toll durch, also. Ich weiß, ich fahre zu dicht auf. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir heute mit dem Schwertransport anfangen können. Jetzt können wir ja zum Glück ein bisschen schneller fahren. Hier nicht gerade. Doch, hier jetzt dann auch. Voll ausbeschleunigt, yeah. Kurzzeitig zumindest. Dann darf er nämlich einfach schneller. Also Power hat unser LKW schon ordentlich. Rotterdam. Wie auch immer sich das ausspricht, ich weiß es nicht. Eiskalt ausbeschleunigt.
Aber die 80 sollte man natürlich trotzdem fahren, halten. Boah, ist Wahnsinn, was der drüber geht. Oder wie schnell der da drüber geht. Der hat eine Wahnsinns-Power, so der. Klar, ich glaube 730 PS haben wir. Das ist schon ein Wort, ne? Wie spricht sich das aus? Iumiden oder... Ich weiß es nicht. Zungenbrecher ist das. Ja, wir tuckern gemütlich mit 80. Wir könnten theoretisch 90... Weil ordentlich Power. Ah, da ist ein Flughafen, okay. Ob man da auch hinliefern kann? Das wäre doch auch noch nett. Und schön wäre auch, wenn es mal, ja, Spezialtransporte von auch anderen Orten gäbe. Schön, es hört auf zu regnen. Das ist gut. Wie macht... Nächste Pause in 3 Stunden. Und wir haben noch 2.19, das passt. Dann kommen wir da nämlich passend an. Und, können den... Spezialtransport direkt machen, weil wir da dann ausgeschlafen sind. Das ist doch gutes Timing. Der vor mir ist zu langsam. Nicht viel, aber er ist zu langsam. Und er ist auch solo unterwegs. Aber das ist kein... Das war ein Renault, genau. Ich habe jetzt gar nicht gucken können, ob da ein Auto ist. Glücklicherweise war keins. Oder zumindest nicht so, dass es zum Crash gekommen wäre. Ein Jeep. Soll ein Jeep sein. Oh, du lässt mich, das ist aber nett. Du stehst da weniger nett. So. Oh. Wie schnell dürfen wir denn? 50. Ups. Ich dachte, ich war bei 80. Ja. 50. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 847. Oh, das sieht ja nicht schlecht aus. Das schaut ja nicht verkehrt aus. Jetzt dürfen wir wieder 80. Gehen wir gleich mal auf den Tempomaten, genau. Das war das Wort, was ich suchte. Ich könnte jetzt natürlich rechts rüber, aber da muss ich ja gleich wieder mittig. Weil die zwei Langsamen da unterwegs sind. Da fahren wir jetzt gemütlich dran vorbei. Ganz gemütlich. Fünf Uhr vierzig, okay. Das
Das heißt, wir könnten nachher bei Tageslicht transportieren. Das wäre schön. Und der Schwertransport war ja um die 40 Stunden oder so noch zur Verfügung. Das passt dann auch. Da haben wir dann auch ausreichend Zeit, dass wir dorthin kommen. Also selbst wenn wir jetzt noch übernachten müssten, das würde locker reichen. Aber wenn wir bei Tag fahren können, ist es natürlich schöner, ne? Da ist frei. Dann lassen wir ihn hier rüber, bevor er da verhungert. Wir sind ja nett, manchmal. Hin und wieder, meistens. Wo ist denn der hin? Am Horizont verschwunden, so wie das aussieht. Und wir wären in Belgien. Sehr schön. Das haben wir schon mal erreicht. Dann haben wir jetzt noch eine Stunde. Oh, die wollte ich nicht. Eine Stunde. Bis wir dann dort sind. Und dann geht's los. Also wir können auf jeden Fall heute den Transport noch starten und werden ihn dann in der nächsten Folge beenden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will ja jetzt auch nicht Pendelverkehr zwischen Amsterdam und Brüssel hier machen, ne? Wobei 3 Stunden Fahrzeit, das geht ja noch immer. Wir fahren geradeaus, gut. Passt. Passt hervorragend. Da wäre frei, dann gehen wir da rüber. Doch, machen aber Spaß, die Spezialtransporte. Ist wie gesagt doch nochmal ein anderes Fahren, wenn man da mit so einem überbreiten Teil unterwegs ist. Bin mal gespannt, wie jetzt dann unser Hochdruckbehälter oder was das sein soll wird. Weil der ist dann auch nochmal ein ganzes Stück länger und schwerer. Ich glaube, der wog um die 70 Tonnen oder so. Diese Box war ja fast ein Leichtgewicht mit ihren 44 Tonnen. Und wir haben jetzt endlich schönes Wetter. Das macht auch nochmal was aus. Und dann könnten wir in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal, wenn es zeitlich hinhaut, die Lackierung wechseln. Weihnachten ist ja jetzt rum, da brauchen wir den Weihnachtsmann nicht mehr. Ja, wir werden müde, ich weiß. Macht aber gar nichts. Weil sobald wir den Spezialtransport antreten, sind wir wieder ausgeschlafen. Das wird dann automatisch zurückgesetzt. Weil wir ja noch nicht auf jeden Fall mit den Transporten von der Route abweichen darf. Schön wäre es dann auch, wenn wir mal... Ups. Längere Transporte dann hätte. Wo man halt auch übernachten muss. Also wo man dann noch Rastplätze anfahren muss. Wo dann quasi die Begleitfahrzeuge nach 10 Stunden automatisch rausfahren. Wo man tanken muss, je nachdem. Das hätte schon was. Fünfzig ist das Stichwort. Ich fahre jetzt, glaube ich, hier mal rüber. Geht auch. Ist frei.
Hier gibt es noch grüne Welle. So, halbwegs. Nächste Ampel könnte rot sein. Ah, hier müssen wir rein, okay. Das wird interessant danach heraus. So. Verdiene mit deiner eigenen Firma aus. Genau. Wärmetauscher ist das. Okay, nach Amsterdam. Nehmen wir natürlich an. Fortfahren. Tanks wurden aufgefüllt, Fahrzeiten wiederhergestellt. So, jetzt ist das Teil nicht nur übelst breit, es ist auch noch übelst lang. Das wird spannend. Da haben wir was vor uns. Aber wenigstens ist jetzt Tag. Das macht die Fahrerei schon mal einfacher. So, fortfahren. Autsch. Wir stehen aber ziemlich dicht an der Wand, meine lieben Kollegen. Ja. Auf geht's, ne? So. Möglichst ohne das Gebäude hier abzureißen. Die Ausfahrt könnte interessant werden. Da müssen wir raus. Ja, lasst uns fahren, ne? Wo müssen wir denn hin? Rechts. Der sichert da drüben ab. Ist jetzt die Frage, kommen wir hier rum oder fahren wir... Wir fahren den Bogen. Wenn die schon so lieb für uns absperren, dann nutzen wir das doch auch. So. Und auf geht's. Ja, ganz so schnell werden wir jetzt nicht dort ankommen. Weil wir einfach schon langsamer unterwegs sind. Und 70 Tonnen sind 70 Tonnen, ne? Das darf man hier nicht unterschätzen. Krass. Einfach krass. Ich gehe mal wieder rein, sonst machen wir hier noch irgendwas kaputt. Ach so, rote Ampel ignorieren. Ja, da war was. Ja, vordere Begleitfahrzeug warnt, ich weiß. Wir fahren hier. Tunlist hoch. So. Und warten auf das hintere. Derweil sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei. Ja, wenn wir hier unseren Schwertransport fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.